Für viele Porträtfotografen und Fotografinnen ist das eigene Studio der ganz große Traum. Fotografieren mit echtem Studiolicht ist für viele der nächste große Schritt zu professionellen Aufnahmen. Doch welches Licht und welche Lichtformer benötige ich für meine Fotografie? Wir haben einen Kurs, der euch alle gängigen Lichtarten in der Studiofotografie vorstellt. Vorspann. Ich bin Robert von FotoTV und heute will ich euch auf einige Beiträge aus unserem Programm aufmerksam machen, die wir gemeinsam mit Ralf Mann gedreht haben. Seit über 2 Jahrzehnten ist Ralf Mann ein angesehener People- und Fashion-Fotograf, der natürlich auch viel in Fotostudios mit professionellem Studiolicht arbeitet. Ihn haben wir gefragt, ob er nicht mit uns einige Filme drehen könnte, die die unterschiedlichen Lichtarten und Lichtformer vorstellen. Gesagt, getan. Herausgekommen ist ein Kurs in 14 Teilen, den ihr auf FotoTV sehen könnt. In diesem Film möchte ich euch davon einige Highlights zeigen. Wenn man ans Studiolicht denkt, denkt man vermutlich als erstes an Softboxen. Diese sind die gängigsten Lichtformer in der Studiofotografie, die ein gleichmäßiges, weiches Licht liefern. In der Porträtfotografie sind sie der Standard. Auch mit ihnen lässt sich das Licht variieren, zum Beispiel mit Hilfe eines Wabengitters oder dem Abstand zum Model, wie euch Ralf in diesem Ausschnitt zeigt. So, und jetzt möchte ich mal ganz gerne, machen wir 2 Bilder, ein Closes, ein Ganzes. Wenn ihr das zweite Bild seht, da ist unten so ein schwarzer Verlauf im Bild. Das liegt daran, dass wir jetzt eine Wabe drauf haben. Ich habe hier jetzt so eine Wabe drin und diese Wabe macht diese Charakteristiken. Wie der Unterschied genau ist, das zeigen wir jetzt mal, wenn wir die Wabe mal rausmachen. Dann kann man das eigentlich sehr schön sehen, was die Wabe mit unserem Bild macht. Und wenn wir jetzt das zweite Bild machen, im Grunde habe ich jetzt nichts verändert. Ich verändere jetzt auch nicht die Belichtung oder sowas. Und wir gucken mal direkt, was von einem Bild zum anderen Bild sich hier verändert. So, und jetzt haben wir, glaube ich, einen sehr schönen Vergleich. Wir haben nicht mehr diesen düsteren Look, sondern es ist alles viel heller. Selbst der Schatten insgesamt ist ein anderer geworden, ein bisschen zumindest. Und so kann man durch eine kleine Sache schon das Licht verändern. Jetzt machen wir mal den nächsten Step. Und zwar nehme ich jetzt die gleiche Lichtquelle und nehme sie einfach mal weiter weg. Ich verändere jetzt wieder nichts. Das heißt, ich verändere weder die Belichtung noch irgendeine andere Einstellung. Und wir vergleichen das mal und werden auch feststellen, dass das zum letzten Bild nochmal einen Unterschied gibt. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Wir haben jetzt hier zu wenig Platz. Wenn ich jetzt noch weiter dahin gehe, wird man merken, es wird noch dunkler. Dann sind wir aber nicht mehr im Bild. Das Problem ist, dass die Kameras irgendwann nicht raus. Aber man kann sich das, glaube ich, vorstellen, wenn man weiter weg ist. Ich kann dadurch jetzt mal einen ganz tollen, wichtigen Satz raushauen. Den braucht sich keiner wirklich merken, aber Licht nimmt im Quadrat zur Entfernung ab. Das ist ein super Satz, ne? Also wenn ihr mal ganz wichtig tun wollt, haut den Satz mal raus. Das sagt aber eigentlich nichts anderes. Das heißt, dass wenn ich weiter weggehe, dass es dunkler wird. Und auch das ist ein Faktor. Wenn ich mir den Schatten jetzt auch angucke und den Schattenriss angucke, dann seht ihr aber auch, dass der Schattenriss, und wenn ich mir zum Beispiel die Beine jetzt mal angucke von der Melanie, jetzt beim zweiten Bild und beim ersten Bild, sind die schon viel einzelner im Schatten moduliert. Das heißt, das erste Bild, da sieht man die nicht so richtig getrennt und auf dem zweiten Bild, da sieht man im Schatten die Beine schon ein bisschen mehr getrennt. Machen wir mal einmal den Blitz aus. Ich stelle es mal nach hier hin. Ich habe jetzt auch wieder nicht die Belichtung verstellt, also beziehungsweise eingestellt. Das müssen wir jetzt mal. Und habe jetzt eine andere Softbox dabei. Ich bin dichter dran, deshalb die Belichtung kann sein, dass sie jetzt noch nicht ganz passt. Ist ein bisschen zu hell. So, und wenn wir das Bild jetzt mal nehmen, dann sehen wir nochmal einen ganz anderen Look. Das heißt, wir haben jetzt ein noch weicheres Bild. Hier sieht man den Schatten nur noch ansatzweise und die Verläufe nach außen hin. Das heißt, wir haben in der Mitte zwar einen tieferen Kern, aber nach außen wird es sehr weiche Übergänge geben. Diese weichen Übergänge zeichnen weiches Licht tatsächlich aus. Also das ist das, was man weiches Licht nennt. Ich persönlich, wer schon mal Shootings von mir gesehen hat, viele Tutorials, bin so ein Ja-geht-so-Fan von Softboxen. Also ich nutze sie sehr häufig zum Aufhellen für andere Dinge. Ich mag es aber lieber modulierter. Das ist aber philosophisch. Das heißt, ich will damit nicht sagen, Softboxen sind nicht gut, sondern der eine, ich kenne Fotografen, die arbeiten nur mit Softboxen und machen großartige Bilder und ich finde die Bilder ganz toll. Ich persönlich bin jemand, der eher mit härteren Sachen arbeitet, mit härterem Licht. Im Ausschnitt hat Ralf verraten, dass er nicht gerade Fan von Softboxen ist. Sein Lichtformer-Favorit ist der Magnumreflektor, der ein viel härteres Licht liefert. Schaut mal im folgenden Beitrag, was man damit für Bildergebnisse bekommt.
Und das bedeutet eigentlich ganz banal, das heißt, er hat ungefähr 2 Blenden mehr Lichtausbeute als ein Normalreflektor, ein Standardreflektor. Dann machen wir mal ein kleines Rechenspielchen dazu. Ich habe hier einen Kopf, einen Blitzkopf, der hat 500 Wattsekunden. 2 Blenden bedeutet, dass ich mit dem Reflektor hier 2000 Wattsekunden habe. Um das zu verdeutlichen, eine Blende mehr wäre eine Verdopplung, wären also 1000. 2 Blenden mehr wären 2000. Das heißt, ich habe nur mit dem Reflektor hier aus dem kleinen Blitzkopf im Grunde einen großen Blitzgenerator gemacht mit viel mehr Leistung. Oder andersrum gerechnet, kann ich natürlich, wenn ich den Reflektor nehme, mit weniger Leistung blitzen, habe aber mehr Blitze beim gleichen Akku dann drin. Das heißt, enorme Vorteile. Und deshalb bin ich schon großer Fan. Und wenn ich Outdoor schieße, wann immer es geht, ist der Magnum dabei, genau aus diesem Grund. Weil der halt eine extrem hohe Lichtausbeute hat. Und wenn ich gegen die Sonne anblitzen will, ist das die erste Wahl. Also das sind die beiden Sachen, die den Magnum-Reflektor für mich spannend machen. An Optionen habe ich hier nicht ganz so viel. Ich kann ihn ein bisschen zoomen. Er verändert dabei auch ein bisschen die Charakteristik. Ist aber nicht so spannend wie beim Standard-Zoom-Reflektor zum Beispiel oder bei anderen. Und ich habe hier nochmal eine Wabe dabei, die macht es auch nochmal sehr spannend. Mit der Wabe hat er übrigens sogar so ein bisschen so einen Look wie Filmlicht. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, mag ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, im Studio von mir genau deshalb wegen der Charakteristik oft eingesetzt. Outdoor fast nur wegen der Lichtausbeute. Von daher aber einer meiner wichtigsten Reflektoren. Gut, das so ein bisschen zum Thema der Theorie. Ich würde sagen, wir switchen mal direkt zum nächsten Set, wo wir unsere weiße Wand haben. Und da zeige ich euch ein bisschen, was der Magnum-Reflektor kann. Wir sind in unserem nächsten Set. Wir haben jetzt das langweiligere Set, sprich das Set mit dem weißen Hintergrund, um mal ein bisschen den Reflektor zu sehen. Ich mache mal einen Schuss damit. Und man kann jetzt schon ganz gut sehen, dass da, wir treffen noch nicht ganz genau. Warte, ich drehe mal ein bisschen nach rechts, so. Dass da wirklich ein schöner Hotspot drin ist. Und da sieht man schon, dass es in der Mitte heller ist. Nach außen hin nimmt das wirklich ab. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen die Charakteristik von der Wabe. Natürlich nicht so drastisch. Aber das ist genau das, was ich am Magnum mag. Das heißt, wir haben so einen Hotspot. Wir haben ein bisschen Verlauf drin. Das macht es für mich viel spannender. Der Hotspot in der Mitte ist sehr, sehr hell und sehr brillant. Und das ist so ein Licht, wie ich es persönlich sehr mag. Ich mache jetzt mal als zweite Option eine Wabe drauf. Und dann gucken wir uns das mal an. Bei dem Bild sehen wir es jetzt wesentlich dramatischer. Das heißt, wir haben jetzt eine Wabe, nach außen suppt das wirklich richtig zu. In der Mitte ist es sehr hell, sehr spottig. Eins meiner Lieblingslichter. Also genau so diesen Stil liebe ich einfach. Und wenn ich im Studio ein Licht haben möchte, was dramatisch knackig ist, dann ist das tatsächlich einer meiner bevorzugten Optionen. Und wie gesagt, hat dann nochmal zusätzlich zu diesem normalen Charakter diese Wabe dazu, die es nochmal ein bisschen verstärkt. Hoch angesehen bei Porträtfotografen sind die sogenannten Mola-Reflektoren, die ein außergewöhnliches Licht produzieren. Auch diese hat Ralf Mann in einer Folge dieser Serie vorgestellt. Für Hobby- und Amateurfotografen sind diese Reflektoren nicht ganz erschwinglich. Aber es gibt, wie auch bei den anderen Lichtformen, die Ralf Mann in diesem Kurs vorstellt, auch hier die Möglichkeit, diese zu mieten oder zu leihen. Doch schauen wir mal, welche Lichtwirkung die Mola-Reflektoren liefern. Mola ist ein kanadischer Hersteller, den ich persönlich sehr liebe und ich finde, eigentlich wollen wir natürlich hier nicht einzelne Hersteller zeigen, aber Mola passt wirklich an alle oder ist adaptierbar an alle Hersteller oder fast alle Hersteller. Und es ist so tolles Licht, so ein außergewöhnliches Licht. Und ich kriege immer wieder Feedbacks von vielen Leuten, weil die wissen, dass ich halt sehr viel mit dem Molas mache. Deshalb ist es mir das persönlich so ein Herzensanliegen, das mal zu zeigen und was es da gibt. Mola ist, wie gesagt, der Hersteller. Was besonders ist an diesem Hersteller, ist die Tatsache, dass diese Reflektoren, man sieht hier so ein bisschen wellig sind. Die sind alle so ein bisschen wellig, hier hinter mir auch der hier, die haben immer so ein bisschen Wellenform drin. Warum, was da passiert, kommen wir nachher drauf. Man sieht ihn auch immer wieder, wenn im Fernsehen Shootings sind, zum Beispiel habe ich letztens beim Durchsenden mal wieder Germany's Next Topmodel geguckt und auch da waren wieder Mola-Reflektoren drauf. Und also ein wirklich spannendes Thema, also für die Leute, die sich wirklich auf höherem Niveau mit Licht befassen, die sind in diesem Film hier genau richtig. Für Einsteiger sicherlich mal eine Option, sowas zu mieten oder zu leihen, aber erstmal mit den anderen Reflektoren probieren und testen, wäre eigentlich meine Empfehlung. Gut, was haben wir jetzt hier? Ich stehe jetzt hier vor 3 Mola-Reflektoren. Also Mola hat ein ganzes Sortiment an Reflektoren. Das von eurer Seite aus gesehen rechts von mir ist der Mola Beam, B-E-A-M-M geschrieben. Hier hinter mir von euch aus gesehen links ist der Seti, der Mola Seti. Den gibt es auch nochmal in Verspiegelt. In Verspiegelt heißt der Solo. Und hier haben wir dann nochmal den Rayo. Das ist ganz von euch ganz links gesehen. Der Beam ist für mich der außergewöhnlichste eigentlich, weil dieser Mola-Effekt, das werden wir nachher auch sehen, am stärksten kommt durch diese Wellen. Ich zeige euch das mal, wenn ich den jetzt in die Kamera reindrehe,
dann seht ihr jetzt im Prinzip drei leuchtende Ringe, beziehungsweise drei Ringe eigentlich. Und das kann man sich ja fast schon vorstellen, wie das nachher vom Effekt her aussehen wird. Das heißt, man hat auch die Schatten in so komischen Ringen. Sieht also sehr abgefahren aus für Editorials, eine super tolle Geschichte, ich bin ein großer Fan davon. Dann haben wir als zweiten Reflektor, habe ich hinter mir den SETI. Das ist eigentlich der Reflektor, wenn einer sagt, er will einen universellen Reflektor haben, einen, der möglichst viel kann, dann ist der SETI sicherlich die Wahl der Mittel, weil der SETI durch die weiße Oberfläche nicht so hart ist, nicht so abgefahren ist auch wie der Beam und ein bisschen universeller und einfacher zu handeln. Das heißt, einfacher zu handeln heißt, der Beam hat den Nachteil, man muss sehr genau zielen durch diese silberne Beschichtung, es ist sehr gerichtetes Licht. Der SETI durch die weiße Beschichtung ist sehr einfach. Das heißt, wenn man mal nicht genau das Model trifft, passt schon. Also das sieht immer cool aus, das funktioniert dann immer. Also wesentlich einfacher im Handling. Wir haben hier noch einen kleinen Unterschied. Hier sehen wir einmal beim Beam haben wir in der Mitte ein weißes Opalglas. Das heißt, auch da haben wir einen weißen Punkt, der aber ungefähr so hell ist wie die Ringe. Hier beim SETI haben wir eine Lochscheibe. Das heißt, hier haben wir einen Hotspot. Das heißt, in der Mitte ist es wirklich heller. Zum Weißen hin wird es weniger hell. Das ist also so ein bisschen der Trick, was der SETI kann. Und der Rayo hat auch wieder diese Lochscheibe. Der Rayo hat auch diesen Mola-Effekt, nicht so stark wie die beiden anderen, also durch diese gewellte Form. Ist allerdings kleiner, also besser zum Mitnehmen und hat eine deutlich höhere Lichtausbeute zum Beispiel als der SETI und ist dabei nicht so abgefahren wie der Beam. Also für mich ist das so eine Gruppe von drei Reflektoren, die ich persönlich sehr viel einsetze. Jetzt habe ich den Mola Beam hinter mir und der ist jetzt tatsächlich gerade ohne Wabe oder irgendwas. Man sieht es, glaube ich, an der Kamera nicht ganz so gut. Ich kann gleich nochmal reindrehen. Aber der ist ohne Wabe und trotzdem, wenn wir uns jetzt mal angucken, haben wir schon einen sehr deutlichen Verlauf und ein sehr gerichtetes Licht. Das heißt, wir sehen, dass nach rechts hin das Licht schon deutlich abfällt. Und eigentlich würde man vermuten, dass da so eine leichte Wabe vor ist oder ähnliches. Und das liegt genau daran, dass die silberne Beschichtung das so stark bündelt. Und der andere Effekt ist natürlich, wir haben A, einen kleinen Hotspot. Und der andere Effekt ist natürlich der Schatten. Wenn wir uns den angucken, ich mache mal einen Schuss, der ein bisschen closer ist. Und da sehen wir natürlich, wenn wir jetzt in die Schatten reinzoomen, sehr deutlich, dass da diese Stufenschatten da sind. Das sieht also ganz abgefahren aus. Wenn, Christi, kannst du mal ganz klein ein bisschen nach vorne gehen? So, genau, noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt können wir nochmal gucken, dann sieht man das vielleicht sogar. Genau, wenn wir jetzt das Bild mal angucken, das sieht jetzt richtig abgefahren aus. Und das ist genau, was den Mola Beam so auszeichnet. Also das hat jetzt so ganz merkwürdige Schatten, aber so für Editorials, für richtig abgefahrene Sachen, wo man mal ganz andere Sachen machen will, mein bevorzugtes Licht und es gibt keinen oder fast keinen Reflektor, den ich für so richtig außergewöhnliches Licht fast noch lieber mag als den Beam. Im Studiolichtkurs stellt Ralfmann eine Reihe weiterer Lichtformer in der Studiofotografie vor, wie zum Beispiel den Normalreflektor, den Beauty Dish, die Fresnel-Linse oder auch den Ringblitz. Außerdem gibt Ralf in dieser Serie zahlreiche Tipps und Tricks, wie man bei Katalog- und Beauty-Shootings mit diesen Lichtern arbeitet. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch auch ein eigenes Studio zuzulegen, solltet ihr auf alle Fälle in diese Serie reinschauen. Wenn ihr euch bei Foto.tv registriert und unseren Newsletter abonniert, könnt ihr kostenlos und unverbindlich 5 beliebige Videos aus unserem Programm sehen. Zum Beispiel 5 Filme aus diesem Kurs mit Ralf Mann. Die komplette Serie seht ihr dann als Vollmitglied. Die Vollmitgliedschaft bei Foto.tv gibt es für einen Zehner im Monat. Oder ihr testet uns eine Woche und wenn es euch nicht gefällt, habt ihr eine 7-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert unseren schönen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr von Foto.tv zu verpassen. Adios.